Grüß euch! Heute zeige ich euch einen Einkauf im Frühjahr. Los geht's! Natürlich zeige ich auch Wildpflanzen und die Pflanzenordnungen, wie ich sie auch in meinem großen Rohkostbuch zeige. Ich beginne mal mit den Zucchini. Zucchini sind ein Allrounder-Gemüse und je nach Form können sie auch sehr kreativ verwendet werden. Dann der Klassiker, der Spinat. Hier natürlich Babyspinat. Ich kaufe, wenn ich Spinat kaufe, fast immer Babyspinat. Oder wenn ich Glück habe und im Handel einen Winterbortolac bekomme, hier eine sehr gute Qualität, sehr frisch. Dann Pilze. Hier ein Riesenchampignon, ein Portobello. Zum Portobello habe ich kürzlich ein kleines Rezeptvideo gezeigt. Wer ihn geschmackloser haben möchte, kann die Haut abziehen und dann kann man ihn noch kreativer verwenden. Die Haut auf jeden Fall auch verwenden, zum Beispiel zum Würzen für Gemüsebrot. Wer errät, was das ist? Das sind ganz normale kleine Kartoffeln. Ein paar Stück kleine Kartoffeln können sehr schmackhaft sein. Ich koste die immer wieder mal und kaufe dann eine kleine Menge dazu. In kleiner Menge sind sie in Ordnung, obwohl sie zu den Nachtschattenwächsern gehören. Und diese Früchtchen hier, die schauen nur so ähnlich aus. Das sind Sapodillen oder auch kleine Sapoten. Hier eine unreifere, die könnte noch ein bisschen länger liegen. Und diese hier, wenn sie so ein paar Falten hat, ein bisschen weicher ist, ist dann auch schon etwas reifer und weicher. Noch einmal den Unterschied, links die noch festere und rechts die reifere. So sollte sie aussehen, so schaut sie am besten aus zum Essen. Zu den Heidekrautartigen gehören übrigens auch die Veilchen. Ihr guter Duft kann sogar laut Studien gegen Prostatakrebs wirken. Und die Schlüsselblume und die Primeln. Weiter geht's, da habe ich auch eine Trinkkokosnuss mitgenommen. Beim Kauf immer darauf achten, dass wirklich viel Wasser drinnen ist. Das Öffnen geht relativ einfach. Bei den reiferen Kokosnüssen, aber auch bei den Kokosnüssen dieser Art, ist es auch mit einem ganz normalen Messer möglich, ein kleines Loch hinein zu schneiden. Wenn ich unterwegs bin und bei einem Markt die Kokosnuss testen möchte, geht das besonders gut auch bei den reiferen Kokosnüssen, dann schneide ich einfach mit einem Schlüssel hinein und in dem Fall eben ein bisschen auf die Handinnenfläche und kosten oder eben auch einfach direkt aus der Kokosnuss kosten. Das Öffnen der Kokosnuss habe ich schon öfter mit einem großen Messer gezeigt. Heute zeige ich, wie ich es von Anfang an machte. Ich ging einfach in den Garten und pack. Schmeiße die Kokosnuss auf den Betonboden und schon ist sie offen. Die Kokosnuss gehört zu den Palmenartigen und da gehört auch die Schlangenfrucht dazu oder auch Salak. Hier eine sehr schöne feste Qualität. Eine Frucht, die auch sehr angenehm ist, nicht so süß und sehr schön einige Tage oder vielleicht auch 2 Wochen maximal haltbar. Aber nicht zu lange warten lassen, man sieht von außen nicht, wenn sie dann innen kaputt wird. Die Bananen hier, Kochbanane und Babybanane, gehört zu den Ingwerartigen. Und natürlich der Spargel. Den Spargel gibt es in Weiß und in Grün und beide Arten können auch sehr gut roh gegessen werden. Natürlich am besten, wenn sie frisch sind. Hier aus einem anderen Einkauf ein grüner Spargel. Ist sehr schmackhaft. Dann eine Sellerieknolle. Die gehört zu den Dolkenblütenartigen und kann auch sehr gut in Scheiben geschnitten werden und ein bisschen angetrocknet werden wie Brot. Petersilienwurzel. Dann als Besonderheit einmal wieder zum Probieren. Eine Maracuja und 2 Orangen. Für mich geht die Orangenzeit vorbei, aber der Verkäufer hat gemeint, die sind sehr gut. Hier habe ich noch
Karotten gekauft. Auch rote waren dabei. Karotten gehören ja auch zu den Doldenblütlerartigen. Und da wächst draußen in der Natur ja der schöne Kirsch schon draußen, hier schon richtig groß. Dann Hokkaido-Kürbisse, die halten immer sehr gut. Meine eigenen vom letzten Jahr sind schon aus. Und zwei große Fleischtomaten. Die Ananas sind im Moment auch sehr gut. Die Ananas isst auch mein Sohn sehr gerne. Da schneide ich es für meine Familie auch gerne auf. Die Papaya, die gehört zu den Kreuzblütenartigen und hat ein wunderbares Traubenzucker-zu-Fruchtzucker-Verhältnis. Und hier ein bisschen geschmackig und süßer auch die Mangos. Die Mangos können gegessen werden, wenn sie noch recht fest sind, aber besonders interessant sind sie auch, wenn sie schon recht weich sind. Wenn sie so weich sind und die Art von der Sorte ist, dass die Außenhaut eher so zäh ist und zusammendrückbar ist und durchs Drücken aussaugbar ist. Eine sehr, sehr gute Art, Mangos zu essen. Hier ein paar Paprika von den Nachtschattenartigen, dann eine Selleriestange, gehört zu den Doldenblütlerartigen, ein zartes Kraut. Von den Kreuzblütlern wächst auch im Garten einiges und die Enten können bei uns futtern, wie auch wir selber futtern noch vom Kohl vom letzten Jahr. Hier eine Cherimoya oder beziehungsweise drei, die sind noch etwas fester und müssen liegen bleiben und diese hier sind schon genau richtig weich zum Essen. Von der Saison beginnen nun auch schon die Erdbeeren. Hier habe ich italienische Erdbeeren, die gehören zu den Rosenartigen. Bei uns blühen die Blutzwetschgen oder die Ringlotten. Die Blüten von den Ringlotten schmecken sehr gut nach etwas Bittermandelöl, sehr angenehm. So ein, zwei Blüten können das sehr gut schmecken. Ein Rosenkohl, der zu den Kreuzblütenartigen gehört, und ein zartes Kreuzblütengewächs ist die Knoblauchrauke. Die ist jetzt schon so richtig stark vorhanden. Das war mein Einkauf hier nochmal von oben. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann freue ich mich über das Empfehlen und über den Daumen hoch, über das Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Servus!